laufen-und-fitness.de. Heute ein Workout bestehend aus nur zwei Übungen, wobei die eine vereint zwei Bewegungsmuster in sich. Das ist einmal der Thruster oder Kettlebell Thruster. Dafür habe ich meine Kettlebell hier. Beim Aufnehmen immer schön gucken, dass man nicht rundet im Rücken, gerade. Man hebt die Kettlebell hoch, geht in die Kniebeuge, Rücken gerade und strecken. Das war eine Wiederholung. So, nochmal. Das ist ein Thruster. Zwei hintereinander. Genau. Auch beim Absitzen nicht so im Wie, sondern immer schön mit dem geraden Rücken in die Knie absetzen. Die zweite Übung ist der Jump oder Boxjump. Ist ungefähr 30 cm hoch, bis 40 cm würde ich das nehmen. Wenn es nachher höher ist, dann ein bisschen weniger Sprünge machen. Runtersteigen. Hier könnte man da runter springen. Das ist natürlich eine höhere Belastung auf die Achillessehnen. Muss man sich überlegen, ob man das macht, aber das tut es auch. Ja, das war es schon. Das waren zwei Übungen. Ein Workout bestehend aus den zwei Übungen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ihr macht erstmal 18 Thrusters, 30 Sprünge, 15 Thrusters, 20 Sprünge, 12 Thrusters, 10 Sprünge. Das alles hintereinander weg, möglichst ohne Pause. Ist ziemlich fordernd. Geht schön auf die Pumpe. Viel Spaß beim Touren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.